Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Secret of Mana. In der letzten Folge waren wir beim Wassertempel, haben uns dazu entschlossen, das Mana-Schwert zu ja, wieder aufzustärken und als Mana-Held durch die Lande zu ziehen. Dann wurden wir von Goblins entführt, die uns als Hauptspeise haben wollten und wurden von einem unbekannten Mädchen gerettet. Und nun sind wir hier im Dorf, im Königreich Pandora gelandet, wo wir jetzt erstmal eine Audienz, denke ich mal, beim König haben werden, weil wir auch bald oder gleich sozusagen jemand Neues in unseren Reihen bekommen werden. So. Dann gehen wir mal ins Schloss rein. In die Festung. Dann müssen wir nach links. Hier die Treppe hoch. Und einmal hier auf dem Rückweg werde ich wahrscheinlich mit den ganzen Leuten mal quatschen kurz. Ich wollte jetzt einfach bloß mal kurz nach oben rennen. So, ja. Und somit haben wir einen weiteren Protagonisten in unseren Reihen, die sich anschließt. Die sich uns anschließt, ne? Und wir behalten den Namen Prim. Auch wenn es ein merkwürdiger Name ist. Aber das ist die Vorgabe vom Spiel. Ich habe gesagt am Anfang, dass ich die Vorgabe beibehalten werde. Und das tue ich auch. Und sage, okay. So, Prim hat uns angeschlossen. Hat sich uns angeschlossen, genau. So, man kann auch die Prim spielen. Ich muss einfach bloß mit meinem Steuerkreuz in eine nach rechts oder nach re links drücken. Und dann wechsle ich zu dieser Dame hier. Und wenn ich wieder nach rechts drücke oder nach links, ist ja egal, dann wechsle ich auch wieder den Spieler. Dann gehen wir mal hier rein. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal durch diese Tür hier und gehen zum König. Gemma erwartet uns bereits. So, ja, mit der Stadt, das ist eine Sache, die wir später erledigen. Und zwar hat die Hexe, wie er gesagt hat, die Seelen der Leute hier entzogen, außer ein paar wenigen, die hier noch im Schloss sind. Und ja, das ist alles auf das Imperium zurückzuführen.
So. Dann, ja, werden wir mal losziehen. Wie die Dame möchte. Was ist hier noch drin? Hier ist nichts weiter, okay. Ja, also die Geschichte wird immer dramatischer hier. Alles scheint den Bach runterzugehen. Selbst die kleinen Kinder hier im Schloss merken, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. So. Dann werden wir mal uns rausbegeben hier. So. Ja, das frage ich mich auch. Manche sehen auch hier schon komisch aus. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Und zwar ins Zwergendorf Gaias Nabel. So. Ja, so komisch sind die Leute drauf, oder die reden gar nicht, oder manche sind halt nicht. Manche Leute sind halt nicht betroffen, die Älteren, und denen manch, denke ich mal, so wurden halt alle nicht betroffen. Ich suche jetzt erstmal das Hotel. Ach, das Hotel brauchen wir nicht. Wir gehen weiter. Und zwar in Richtung Gaias Nabel. So, Entdeckung bei so einem Pilzangriff. Nicht, dass wir hier noch bewusstlos werden, muss ja nicht sein. So, und die Stufe 4 haben wir erreicht. Sehr schön. Ach so, und wie ihr seht, Prim hat nochmal eine neue Waffe. Und zwar sind das Schlagringe sozusagen. Sie ist nämlich eine Art Kampfsportlerin sozusagen, die halt nur mit ihren Fäusten und Füßen kämpft, wie ihr seht. Aber sie kann halt auch mit den anderen Waffen kämpfen, mit Schwert und der Lanze, die ich ja bei mir habe. Und die Dame ist jetzt auch ein Level hochgestiegen. Das ist sehr schön. So. Und das Summ-Summ-Bienchen ist weg. Gibt es hier noch irgendwas? Ja. Hier noch die zwei Pflänzchen. Okay. Die ist auch besiegt. Dann reisen wir mal weiter. So, der Pilzkopf ist auch weg. Und den nächsten greifen wir an. Das Bienchen ist auch weg. Sollte zumindest, oder auch nicht, aber jetzt. So. Ich nehme mal schnell die Truhe. Machen wir schnell mal platt hier alles. Okay. Super. Und die Handschuhe sind ein Level aufgestiegen. Sehr schön.
So, der Pilzkopf ist auch weg. Und der ist auch down. So, der müsste weg sein. Genau. Und weiter geht's. So, die Truhe noch. So, dann gehen wir mal hier lang. Und wir sind in einem Dorf angekommen. Und ich würde sagen, hier beende ich meine Aufnahme erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, bis bald bei Secret of Mana. Ciao.